On a forest road towards Bolvedo, after that slow down, ride easily and safely towards. Wir fahren mal in unsere Reihe. Da wird man wieder gefilmt. Wer ist das hier? Aha. Start von Tag 5. Wir sind schon im Startblock und es ist auch gerade wieder der Ausruf Category, von den please ersten. Come to starting grid A1. Team Rocklöw with Christian Horstmann and Julian Philipp, bib number 234. Dann viel Spaß. Was allgemein die Händler hat. Passt auf euch auf, passt auf die anderen auf. Und wir sehen uns. So, der Frank schießt vor, Petra auch. Puh, ich kann mich halten an den beiden. Schon mal ganz gut. Im schönsten Windschatten der Welt fahren. Uiuiuiuiui. Cool aus. Wir sind auf einem relativ schmalen Radweg. Von dem hier seht ihr mal relativ viel von den Leuten. Start geht heute bergab. Bergab Start, Hanna. Schaut euch das mal an. Der erste Stau und somit auch die erste Jausenzeit. 10 nach 9. Wir sind schon 10 Minuten unterwegs. Hunger. Oder was macht man sonst so um diese Uhrzeit im Stau? So schaut es dann aus, wenn es einen kurzen Mini-Anstieg gibt. Aber jetzt auf dem Radweg bis ganz vorne die Radfahrer. Das sieht man auf der GoPro wahrscheinlich schlecht. Das sieht dann schon geil aus. Das ist ein cooles Gefühl, so im Pult unterwegs zu sein. Oh, es lichtet sich. Sind die engen Passagen rum. Schauen wir, wie es bei mir hinten aussieht. Noch ganz gut. Willkommen zu 1000 Meter feinsten Uphill. Oben wartet dann die erste Verpflegung auf uns. Alle fit? Oh ja. Gesicht von gestern hat es übrigens geschafft. Bisschen Aussicht. Oh, bekannte Socken vor mir. Guten Morgen. Morgen. Passen wir erstmal hin. Oh Gott. Morgen, morgen. Und haben wir auch den Partner gefunden. Ja, alles bestens bei dir? Ja, bei mir auch. Super. Ja. Geht ja auf jeden Fall schon gut los hier. Ne? Oh ja. Vor allem hier unten drin, war mega steil. Wieder ein alter Bekannter. Hi. Aus den letzten Tagen. Aus dem Kindertal. Genau. Ja, ja. Die mit den stylischen Trikots. Ich grüße alle Bekannten, Verwandten, Kindertaler und natürlich Sützle-Team. Die sind natürlich spitze. Ganz vorne. Ab und zu darf ich mitfahren. Aber die sind mal ein bisschen schnell. Ah, das kennt jeder. Das sind wir ja heute zu schnell. Jeden Tag vorne, gell? Sauber. Ja. Aber macht richtig Spaß. Jetzt kommt wieder die Rescue Crew. Und bei uns regnet es mittlerweile. Leider schon. Ja, festhalten die besten Jungs hier, gell? Du kriegst von mir einen Schnaps, wenn ich in Riva ankomme. Versprochen. Ja, passt. Schlechte Wetter macht dich grantig oder bleibst du glücklich? Glücklich. Achso, bist du da? Ja, mach mich glücklich, alles gut. Das ist die Abfahrt. Die hasse ich, wenn sie nass sind. Die sind brutal. Schauen wir mal, hoffentlich wird es nicht zu rutschig. Jetzt habe ich Schweiß im Auge. Aua, aua. Petra, du bekommst Konkurrenz. Musik ist auch dabei. Wir müssten das nächste Mal auch mal eine Box mitnehmen, glaube ich. Das wäre ganz gut. Vor dem Höhepunkt, bevor der Verpflegungsstation, kommt jetzt nochmal ein Hindernis für uns, damit wir uns das Essen auch wirklich verdienen. Puh, Zeit zum Vorräte auffüllen. Ui, was hat denn da für eine Pfütze? Heute waren schon viele Pipi, hm? Ja. Ach, okay. Grüß dich. Einen schönen guten Morgen an der V1, heute Donnerstag, nächste Etappe. Was könnt ihr empfehlen heute? Und was soll ich jetzt sagen? Heute habe ich nichts aufgetragen bekommen. Heute war sie beim Franz, die Petra. Franz. Bitte gebt ihnen genügend Feng Shui Wasser, damit sie ihre innere Mitte finden. Stimmt das, Petra? Habt ihr Bier, oder? Ja. Oh, auf geht's in die Abfahrt nach der V1. Theoretisch sollte da auch ein cooler Trail kommen. Der erste Trail, der gab vielleicht.
Wir werden sehen. So, dann schauen wir uns mal an, was daher kommt. Ja, hatten sie schon wieder relativ hoch, aber noch eine Vorstraße. Da muss man aber manchmal mehr aufpassen wie im Trail, weil manchmal dann irgendwas Verblocktes daherkommt, womit man nicht rechnet. Und im Trail passt man von Haus aus einfach ein bisschen besser auf. Komm links. Danke. Bergauf, bergab. Es läuft dahin. Ja, heute merkt man, dass es nass war, dass alles ein bisschen rutschiger ist. Das ist ja nicht so mein Lieblingsterrain, aber gut, ist für alle gleich rutschig. Wollen wir mal nicht jammern. Und dann kommen wir auf der gute Weg zu bieten an. Ja, erstmal ganz nett. Ich kann noch nicht so viel sagen. Relativ breit auf alle Fälle. Danke. Ja, das wäre cool. Danke, danke. So. Ui, ui, ui. Husch. Was ist denn das? Und ab geht's! Wuhu. Aber ja, heute auf jeden Fall rutschiger als die letzten Tage. Schon schön, aber rutschig ist nach wie vor nicht meins. Da muss man so aufpassen, wenn man da nur ein bisschen verschleppt und falsch bremst, liegt man da. Dann passiert vielleicht nicht viel, aber ist halt nicht unbedingt das, was man will. Also gut konzentrieren. Der Weg. Uiuiui. Dafür, dass sie da das ganze Feld durchschicken, ist der heiß, wirklich. Oh ja. Sehr eingewachsen. Hilfe, vielleicht bin ich zu groß. Danke. Seht ihr, Selbstgespräche helfen. Da wissen die gleich, dass ich komme und machen hier Platz. Cool, oder? Uah. Ja, heute ist es auf alle Fälle wirklich sehr rutschig. Und das ist nicht so ganz das, was ich gerne mag. Jetzt hängt das Moped. Servus. Oh ja, das ist nichts. So. Also für mich die klare Devise. Wenn man sich nicht sicher ist, lieber mal einen Absatz schieben. Wehtun bringt nichts. Wobei das eine richtig coole Stelle gewesen wäre. Aber da braucht man ein bisschen Platz. Ich zumindest, vor allem wenn es rutschig ist. Weil da kann man halt nicht einfach so bremsen. Boah, was da alles drin hängt. Aber spaßig. Hab mich schon gewundert, wo die alle hin sind. Aber hier ist auch schon die Auflösung der ganzen Geschichte. Da sind sie schon wieder. Und hopsi bopsi. Oh ja. Trocken wäre der mega. Nass ist er. Holala, sag ich mal. Auf blöd. Aber gut. Was soll's? Jetzt stecken wir eh im Stau. Naja, seht ihr zumindest auch mal was von den anderen Teilnehmern. Ui, der ist tief. Bäh. Rechts, Achtung! Oh, wird schon alles. Nicht, dass ihr denkt, ich bin jeden Tag nur noch im Rausch. So. Oh ja. Schönes Ding. Spielplatz. Wie, wo bist du? Uiuiui. Sind wir falsch?
Ja, schlecht. Im Rudel falsch, aber im Pumptrack können wir gleich noch eine Runde üben. Oh, schauen wir, ob wir das hinkriegen. Hui, 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 hui. Oh, schwer. So, jetzt habe ich sie alle wieder vor mir. Na, super. Der Killertal-Rider. Da hätte man vorher gar nicht vorschicken müssen. Der sieht man eh von hinten. Ah ja, gleich. Kein Stress. Oh oh. Vielen Dank. Danke. Schon länger schaut, der weiß, wie es geht. Was machen die meisten falsch? Zu wenig Druck auf dem Vorderrad. Lässt ihr mich kurz vorbei? Besten Dank. Ja, warte, warte, warte. Hoppla. Vielen Dank. So, die hatten wohl keinen Bock mehr auf Lehrstunde. Ach gut, fahren wir so weiter. Heute ist aber wirklich relativ rutschig. Also ja, jein, hat schon mal mehr Spaß gemacht, diesen Trail zu fahren. Puh. Aber jetzt ist wieder gut. Erwähne ich da eingefangen haben. Jetzt geht's. Schauen wir mal da wieder haben. Mädels, Jungs, Servus. Geile Tour. Und die Enkelchen grüßen. Ja, und dann heute grüßen wir die Mia, unsere Enkele und den Matteo und unser Putzi, wo bald kommt. Liebe Grüße an alle. Die schauen nämlich schon zu, habe ich erfahren. Viele Grüße auch von mir. Ja. Mega Landschaft hier, wirklich sau schön. Damit habe ich gerade gar nicht gerechnet, wobei ich das eigentlich schon kennen müsste. Jetzt sagt er uns noch mal was. Peter fährt jetzt im Windschatten. Und ja. Wieder mal Spezi, aber der kommt jetzt. Der ist gerade schon vorbei, es muss sich beeilen. Ja, jetzt hopp hopp. Jetzt schauen wir mal, ob ich das halten kann. Ich glaube aber fast nicht. Er sagt, häng dich rein. Super schöne Landschaft. Echt sehr, sehr geil. Nicht zu übermütig werden. Mega schön. Schön warmer Wind. Alles trocknet wieder. Geile Tour. Die Mädels auch mal von vorne. Da sind sie noch schöner. Die von hinten. Willst du jemanden grüßen? Hallo. Also wir geben unser Bestes und versuchen natürlich hier hochzukommen. Mal gucken, wie es läuft. Na, das wird schon. Die schlimmsten Tage haben wir ja schon hinter uns. Ja. Und bei dir? Ja. Ich leide gerade ein bisschen. Oh. Ich versuche auch mal das. Sehr gut. Wir brauchen ganz viel Motivation. Jawohl, Musik kommt. Es wird wieder dunkel. Oh, oh, diesmal ist aber extra dunkel. Uah, Angst! Uhuhu. Willkommen in der Geisterbahn! Ui, ui, ui. 2,3 Kilometer lang. Das Tunnel spuckt uns wieder aus. Haben wir noch mal Glück gehabt. Juhu! Sonne, ich komme! Boah! Ein schöner Weg. Aber abgesperrt. Naja, gehen wir auf den Trail. Haben wir mehr davon. Mal mein persönlicher Freund ist auch wieder da.
Naja, bei uns gefühlt schon wieder ewiges Auf und Nieder durch Apfelplantagen. Juhu, wir sind doch gar nicht im Finchgau. Trailabschnitt gemeistert. Puh, waren harte Trails, aber haben Spaß gemacht. Ein, zwei tricky Stellen und man merkt jetzt, die Sonne wird wärmer. Wir nähern uns den Gardasee. Und die ersten Äpfelchen. Da ist eine Aussicht. Petra, hast du es auch aufgenommen? Mega geil. Gute Aussicht am Urzeitbanker. So, Platten. Das hat man davon, wenn man mit den leichten Gummis fährt. Ich weiß sogar, wo ich drüber bin. Tja, selber schuld. Beim Hochfahren allerdings. So, schaut her, nicht, dass ihr denkt, ich bild mir das nur ein. Blatt ist es, das Ding. Scheißdreck. Wisst ihr, wer das war vorher, die Mädels? Ich habe selber nicht gewusst. Das war das Gott Contessa Team. Die waren immer am Stockerl sonst. Aber die Blonde hat leider Knieschmerzen. Ich drücke denen fest die Daumen, dass sie zumindest durchkommen. Wisst ihr was? Damit ihr was zum Lachen habt, nehme ich es euch auf, wie ich das wechsle. Hi. Hi. So. So machen wir das. So, liebe Leute, jetzt habe ich das Ventil mit rausgedreht. Ich werkel jetzt seit genau 15 Minuten. Ventil ist draußen, das heißt, ich kann nochmal von vorne aufpumpen. Juhu. Genau, wir hatten auch gerade eine Panne. Ich weiß auch, wo die herkommt. Da ist so ein kleines Eisenzacker, bei dem, wo die Wasserrinne war, mit dem Holz rausgestanden. Jetzt habe ich nochmal das Ventil rausgezogen. Jetzt kriege ich doch noch Hilfe. Ich habe einige vorbeigeschickt, aber jetzt kann ich mir nicht mehr helfen. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Oh, mega gut. Der Frank wird mich auslachen, weil der hat mir nämlich genau das geschenkt. Ich habe es aber nicht dabei. Der angekündigte Regen, 16 Uhr, kommt jetzt mit Sonne. Angenehme Abkühlung. Juhu, V2 ist erreicht. Aber auch nur dank meinen Ventilrettern. Ich hätte keine Luft reingebracht, die gehalten hätte. Oh, das Einzige, was jetzt noch hilft, ist Schnaps, habe ich gehört. Oh, wenn diese Security-Leute nicht wären, Hilfe, Medical, Unterstützung. Ich bin verwirrt, aber nach dem ganzen Gepumpe kein Wunder. Zeit zum Anstoßen, ha? Ja. Aber du musst mittrinken auch. Natürlich. Einen ganzen. Einen ganzen. Um Gottes Willen. Nicht, dass es am Ende dann drei am Tag werden, oder? Einmal. Einmal. Schaut euch das an. Wahnsinn. Geil, Oma. Zum Wohl. Prost. Hm. Und passend dazu fängt es an zum Tröpfeln. Was für ein Tag. Kann nur besser werden. Gestern, die waren stabiler, die haben gesagt. So, Wasser aufgefüllt, Schlauch aufgefüllt, den kann man beim Maxis dann zahlen. Mega gut, die haben alles. Pumphilfe habe ich noch bekommen. Läuft, bis morgen. Verpflegung mit Aussicht. Dann warten die letzten 1000 Höhenmeter auf uns. Da seht ihr eine coole Burg. Na toll. Zu spät dran. Heute läuft's nicht. Was soll ich machen? Ich versuch's. Heute gibt's nichts geschenkt. Die nächste steile Betonrampe.
Juhu. Schau mal, das ist ein ganz treuer Zuschauer. Der hat mir sogar schon geschrieben. Ja. Grüße doch mal jemand. Ja, Petra, ich grüße dich. Falls du das sehen solltest. Es ist super toll hier. Ja, und das Größte für mich, weißt du ja, war, dass ich die Petra getroffen habe. Oh, wow. Was für eine Ehre. Und den Fahrer müssen wir noch grüßen. Ja, den Günther. Günther grüße ich ganz herzlich. Das ist wunderbar, was er macht. Und nicht selbstverständlich, aber eine Rundumversorgung super. Spitze, weil wir sind ja im Hotel, wie ihr sicher mitgekriegt habt. Und hier wird mit dem Wohnmobil gefahren. Mal, wie gut es gerade ausschaut. Wir haben schon wieder mega Panoramabus, zweimal leicht getröpfelt hat. Aber jetzt meint der Wettergott wieder gut mit uns. Tag der Mädelsteam. Ja. Da haben wir gleich die nächsten. Wer seid ihr denn? Woher? Daniela. Und ich bin Nadja. Ah ja. Zum ersten Mal dabei? Ja. Spitze, gefällt's euch? Ja. Super. Müssen wir wiederholen vielleicht? Lass mal schauen. Vielleicht. Ja, vielleicht. Schauen wir mal im Ziel. Wenn wir im Ziel angekommen sind. Es macht Spaß. Ja. Schaut mal, wo wir drin hängen, aber wo es dann rausgeht. Mega schön. Was für eine geile Aussicht einfach. Und ich habe schon wieder Windschattenhelden gefunden, die mich mitgenommen haben. Vielen Dank. So, Tag 5 absolviert. Die letzten Meter ins Ziel. Hurra, hurra. Tag 5. Ja, yeah. Seht ihr, was ich sehe? Blaustes Wasser. Diesmal zeigt er sich aber wirklich von seiner besten Seite, der Molvenosee. Also geiler geht's farblich kaum. Ich hoffe, die Kamera kann das so rüberbringen, weil das ist wirklich gerade eben wunderschön. Ja, für uns geht's hier noch ganz schön weit am See entlang, ist aber schon außerhalb der Wertung und es tröpfelt leicht, aber das stört mich nicht, weil ich hätte eh vor, jetzt dann gleich mal noch in den See rein zu hüpfen. Was sagt ihr zum Molvenosee? Wart ihr schon mal hier? Taugt er euch? Schreibt's mal in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt. So sieht Kulisse aus. Geil. Mega gut. Zieleinfahrt auch geschafft. Wer hätte das noch gedacht? Beachparty hat es geheißen. Regnen tut's. Verdammt, was ist da mit dem Wetter los? So schlecht war der Tag dann gar nicht. Ich bin angekommen und die Mädels, die kurz mit mir auf der Strecke zusammen waren, sind sogar noch. Na, dritter Platz hat es noch gereicht. Mega! Deine Motivation hat uns nach oben gebracht. Definitiv. Ja, das haben wir wieder so gut. Gratuliere auf jeden Fall ganz herzlich. Danke, die haben schon ein paar Sträußchen gesammelt. Das sind alles eure, nehme ich an, oder? Sind mega, noch zwei Pfosten mega übrig. Mal schauen. Rein, danke. Rein. Danke dir. Ja, was sollte man jetzt machen, außer in den See springen? Zwei sind schon drin. Ich komme gleich hinterher. Und hier ist im Hintergrund immer noch die Finisher Area. Ab geht's in den See. Ui. Aber gut. Was gut, ne? Ihr müsst ganz sein. Ja, wir warten ja auf dich. Ja. Okay, ja, passt. Ein, zwei, drei. Aber gut. Sehr gut. Ah. Mega. Puh. Die Kamera ist doch waterproof. Na klar. Wenn nicht, ist sie kaputt. Ja, dann schauen wir mal, wann der Rest vom Team eintrudelt. Ah, wieder alle zusammen zurück. Prost. Prost. Zwei Tage bleiben noch übrig.